Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück hier bei Mass Effect. Wir sind in der letzten Folge, haben wir von Anderson das Apartment geschenkt gekriegt, waren danach mit Joker beim Sushi-Essen, wo sich rausgestellt hat, wir sind irgendwie beide dahin gelockt worden und jetzt sind wir keine Ahnung wo unterwegs und werden hier angegriffen, haben nicht mehr viel Leben und ich habe Angst. Deswegen bin ich aktuell saumäßig vorsichtig. Aus Angst, ich könnte Brooks, irgendwie mit einem Schlag umgehauen werden. Andere Seite gefunden, ist aber abgeriegelt. Abriegelung. Kommen Sie durch? Ich versuche einen Override. Au, au, au! Alles unter Kontrolle. Hui! Was ist passiert? Ich dachte, ich mach's ein bisschen interessanter. Ich frage mich oft, oh Gott! Wie er so lange überleben konnte. Ich finde das toll, dass die so gut zielen können. Shepard, Brooks hat mir den Navi-Punkt für den Skycar-Laden geschickt. Wir sehen uns dort. Gut. Was wissen wir über diese Söldner? Sie sind bewaffnet und mögen mich nicht. Das ist nicht hilfreich. Wenn sie Funkstille halten würden. Ach Mädel, halt doch die Schmut. Sicherheitsalarm. Die Sicherheit hat über den gesamten Bereich ein Verkehrsverbot Braves Mädchen. Schön liegen bleiben. Was Shasta, Liebling? Also folgendes. Du kannst solche Sachen zu Yala einfach nicht sagen. Sonst flippt sie aus. Ich schwöre dir, da sprengt es ihr das blaue Köpfchen weg. Ich bezweifle, dass Papa ein Watcher war. Nur so ein Gefühl. Wie? Wow. Ach ja, der Moment, wofür Salome und mich wie noch V hieß. Ich kann nicht glauben, dass Shepard an dem Übergang vorbeigekommen ist. An alle Mitarbeiter, ich weiß, dass einige von euch mit dem Gedanken spielen, bei mir zu kündigen und bei diesen Ludern drüben bei Mika anzufangen. Aber die sorgen sich nicht so um euch wie ich. Ich sorge mich nämlich total um euch und das im positiven Sinne, ohne Hintergedanken. Salosius Wes, Manager Van Allen Bells. Ich kann doch auch nichts dazu, dass ich so heiße. Weißt du, erst finden wir hier einen Planeten, der heißt wie ich. Jetzt sind es wir noch selbst. Nein, natürlich nicht. Da heißt einfach ein NPC Mika. Ich kann doch auch nichts dazu. Ach, schön. Ach, schön. Noch ein Pad. Leute, ich glaube, mir ist bei was voll Extremem das Kreuzband gerissen. Verliere das Bewusstsein vor Schmerzen, ja. Gib's der Gublanski. Okay, Leute, echt, mir wird schwarz. Was ist das denn hier unten? Was ist das? Sturmgewehr Ultraleichtmaterial. Was zum Geier ist das hier? Ich will das vor, dass ich nichts sehe. Wow. Hallo, du Kackdrohne. Kann es sein, dass eure Drohnen einfach nur Mist sind? Oh, Kind! Treff! Sehr sicher, als Reaktion auf einen Angriff durch eine bislang nicht identifizierte Organisation.
Verstanden. Okay, Brooks Schluss. Nein, Ende. Brooks Ende. Schluss und aus? Brooks? Verdammt. Okay, bis dann. Was ist los mit dieser Frau? Am Ende ist die irgendwie der Bösewicht, der uns töten wollte. Sie ist der Kopf von all dem. Und wollte mit diesem, ich bin hier, um dich zu warnen, einfach nur gucken, ob wir da sind und die loslegen kann. Hi, Freunde. Schlechter Tag heute, Shepard? Könnte man sagen. Der Landeplatz ist da drüben, aber hinter einem versperrten Tor. Suchen wir eine Steuerkonsole. Ich mag dein Outfit. Steuerkonsole, genau. Was ist mit der Frau? Du bist durch ein Aquarium gefallen? Darüber reden wir später. Echt schade. Ich mochte dieses Restaurant. Wir reden später darüber. Kommt mir das nur so vor oder ist sie irgendwie komisch? Türsteuerung finden. Terminal. Geld. Obacht. Ein Bonus. Zurücktreten. Moment. Hallo? Könnten Sie bitte das Tor öffnen? Danke. Bitte gehen Sie! Also das hätte ich auch geschafft. Ja, klar. Irgendeins davon leben oder was genau soll ich jetzt hier tun? Ich habe leider keine Ahnung. Zur Exfiltrationszone gehen. Ja, wo ist das? Oh Gott! Gott! Bin ich gerade erschrocken! Ach hier, das ist wahrscheinlich gemeint. Was waren das für Leute? Ich will wissen, was das für Leute waren. Oh, hi! Wuhu! Hallo Rex? Wie könnt ihr es wagen? Rex? Was machen Sie denn hier? Kleinerer Streit mit dem Rat über die kroganische Expansion. Oh, ist er jetzt in unserem Team? Vorerst? Darf auch gerne bleiben. Oh, was habe ich denn hierzu gekriegt? Gibt es einen Weg hier raus? Oh, ich habe wieder volles Leben. Oh, Gott sei Dank. Das ist kein Ja, aber auch kein Nein. Commander! Joker, wir haben kein Transportmittel mehr. Wo sind Sie? Unterwegs. Hab Brooks aufgesammelt. Dachte, Sie haben bestimmt ein paar Fragen. Gut gemacht. Es tut gut, wieder im Einsatz zu sein. Ja! Ja, es tut gut, dich wieder im Team zu haben, mein Freund. Es ist lange her. Ja und nein. Söldner in einem Shuttle von C-Sicherheit. Was? Ich bin gerade ein bisschen beschäftigt. Natürlich, tut mir leid. Wir sind gleich da. Ist dieser Timer, wo der abläuft, ist für uns oder gegen uns? Guter Ort für einen Kampf. Man kann... Nähere mich Ihrer Position, Commander. Folge einfach dem Mündungsfeuer. Bestätige. Tut mir leid, dass ich so spät komme. Ich musste die Touristenroute nehmen. Das kann ich aber auch, Alter. Nahabstürze. Wo zum Teufel haben Sie bloß fahren gelernt? Oh, falscher Knopf. Das wollte ich eigentlich. Kommen Sie zum Shuttle. Ja.
Bin schon da, alles gut. Und bitte keine sterben dabei, ja? Tut mir den Gefallen. Oh Gott. Was war das bitte? Kann mir jemand sagen, was hier vorgeht? Wer waren diese Söldner? Schwer bewaffnet und mit Shuttles von C-Sicherheit. Ich weiß nicht. Hab sie noch nie gesehen. Unfassbar, dass sie das überlebt haben. Die hatten Waffen und Granaten und diese Drohnendinger. Ist schon okay. Ich frage Commander Bailey, was bei C-Sicherheit los ist. Okay, das klingt... Moment! Macht das ihren Kontakt dann nicht automatisch auch zum Ziel? Sie hat recht, Shepard. Bis wir mehr wissen, ist das ein enormes Risiko. Okay, dann machen wir erstmal allein weiter. Genau, allein. Ohne Hilfe. Außerhalb des Gesetzes. Okay, klar. Brooks, es ist okay. Ich weiß, es ist ein bisschen viel. Ich wurde angeschossen. Ich habe Medigel. Aber ich mache einen Bürojob, damit ich eben nicht angeschossen werde. Und Sie töten 100 Leute mit einer Pistole. Ja. Okay, ja, das ist passiert. Ich meine, wer macht sowas? Also außer Ihnen. Medigel macht einen angeblich nervös. Wirklich nervös? Ein bisschen? Wie sind Sie da reingeraten? Ich verhindere für den Allianz-Geheimdienst das Fälschen und Hacken von Officer-IDs. Ich melde zum Beispiel, wenn jemand mit einem Admirals-Ausweis einen Nachtclub auf der Citadel besucht, obwohl dieser Admiral gerade auf Tuchanka kämpft. Ich habe ein tolles Programm dafür geschrieben. Es heißt Mr. Biscuits. Wie meine Katze. Mhm. Brooks. Tut mir leid, also Mr. Bisk, mein Programm hat ein Eindringen in Ihre Geheimakten festgestellt. Das geschah dann mit allem, was wir über Sie haben. Personalakte, Missionsberichte, einfach alles. Seit wann führt das Hacken von Personaldaten zum Einsatz schwerer Waffen? Bedenken Sie, was Verbrecher mit Shepards militärischen Zugangscodes anfangen könnten. Oder mit seinen Spectre-Codes. Deshalb sollen Sie sterben, Shepard. Dann hält die nichts mehr auf, bis es zu spät ist. Oh je. Okay, finden wir raus, wer die sind und halten wir sie auf. Vorschläge? Vielleicht die Pistole, die sie mitgenommen haben. Ganz schön heftig für so ein kleines Ding. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich auch nicht. Mal sehen, was ich rausfinden kann. Die hat ganz schön Wumms. Versuchen Sie es. Aber ich möchte Sie warnen. Ich habe nichts gefunden und ich habe ziemlich tief rumgestochert. Aber natürlich. Cliff? Sortiere relevante Informationen, Dr. Tassoni. Danke. Okay, Liara ist beschäftigt. Was macht der Rest der Crew? Ja, was ist mit diesen Faulenzern? Oh Gott sei Dank, hat's geschafft. Joker, sie waren fleißig. Ich habe Leute gefunden, die gerne unter Beschuss liegen. Erlaubt es, an Bord zu kommen, Shepard? Unser neues Basiscamp hier. Cool. Mit Gruppenmitgliedern. Okay, später, wenn alles vorbei und geklärt ist, müssen wir uns über diese Ködersache unterhalten. Alles gut. Sorry. Hallo? Ich kann nicht mehr laufen. Jetzt. Die Normandy ist schön, aber zum Entspannen nach einer Mission gibt's nichts Besseres als das hier. Die Beobachtungslounge braucht einen Whirlpool. Da stimme ich dir zu, Kumpel. Der Restaurantanschlag ist in den Nachrichten. Die zivilen Verluste scheinen sich auf Fische zu beschränken. Na, immerhin. Das sind wahrscheinlich die, wo mal Sushi werden sollten. Oh, jetzt sind die alle hier. Es geht doch nichts über einen kroganischen Leibwächter, was? Ich hatte mal einen Kumpel, der war auch so. Also, genau genommen war er nicht wirklich ein Kumpel. Eher ein Häftling, der uns geholfen hat. Ja, das ist eine lange Geschichte. Übrigens, Brooks ist irgendwie niedlich. Ob die wohl auf dem Markt ist? Frag sie doch. Oh, hey, du bist auch hier. Zum Glück ist bei dem Hinterhalt nichts weiter passiert. Keiner von uns hat das kommen sehen. Ja, ich auch das nicht. Das ist eine Lektion. Kein Abendessen mit Joker. Es endet immer böse. Ach Quatsch, das war eine Ausnahme, da bin ich mir sicher. Shepard, ich habe was gefunden. Wir können das Team zusammenrufen, wenn Sie bereit sind. Ich werde wegen der Schusswunde einen Bericht schreiben müssen. Sowas soll total kompliziert sein. Es geht schneller, wenn Sie eine Vorlage anlegen.
Ja, vor allem unter unserem Kommando. Vor allem, wenn sie unter unserem Kommando steht, sollte sie sich eine Vorlage anlegen. Sie wird dann noch öfter so einen Bericht schreiben müssen, vermutlich. Commander, als wir in meinem Zyklus vor dem Kampf geflohen sind, indem wir durch Tanks mit Wassertieren stürzten, haben wir normalerweise... Oh, richtig, haben wir nie. Sie sind ein Pionier. Macht er sich da gerade über uns lustig? Ich mag ihn immer mehr. Ich wette, Sie haben noch nie gesehen, wie ein Shuttle so runtergeholt wurde. Nee. Ich hab's immer noch drauf. Ja, und ich vermisse dich ganz doll. Du sollst gefälligst wieder in unser Team kommen. So, ich glaube, wir haben mit allen gesprochen. Also alle, die womit kämpfen können, die sind scheinbar jetzt hier. So. War noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? So, ich auf habe geht's. Resultate. Soll ich das Treffen einberufen? Ja, bitte. Los geht's. Wir haben eine Spur. Ich konnte die Waffe zurückverfolgen. Sie führte zu dem Casino-Besitzer Elijah Khan. Er wird verdächtigt, seinen Profit zum Waffenschmuggel auf die Citadel zu benutzen. Direkt nach dem Anschlag auf Shepard führte Khan ein interessantes Telefonat. Ich beende unser Geschäft. Sie erhalten Ihre Vorauszahlung zurück. Was ist das Problem? Wenn ich eine Waffe verkaufe, will ich Sie nicht in den Abendnachrichten wiedersehen. Es gibt keine Verbindung zu mir. Vergessen Sie's. Wir sind fertig miteinander. Und wenn Sie mich erledigen wollen, werden Infos über Sie zur Hauptsendezeit laufen. Denken Sie darüber nach. Khan, Ende. Das ist also unser Identitätsdieb. Ja, mit Tarnung an einem öffentlichen Terminal. Keine Spuren. Wie sieht's mit den Söldnern aus, die uns angegriffen haben? Sie gehören zu einer Privatarmee, die sich CAT-6 nennt, was bekanntlich eine Allianzbezeichnung für unehrenhafte Entlassung ist. Okay. Viele haben Vorstrafen, sind steroidsüchtig und auch sonst sehr sympathisch. Na toll. Zweifellos von dem Dieb angeheuert, nicht von Khan. Das Telefonat war ziemlich belastend. Wie kommt man an sowas? Mit den biometrischen Daten der Waffe, dem Geheimdienst der Salarianer und einer Hana-Prostituierten mit implantierten Kameras. Was? Im Ernst? Nein, aber die Wahrheit ist langweilig. Ja, sie ist doch der Shadow Broker, sie weiß doch alles. Aber der Gedanke an die Hana-Prostituierte ist schon interessant. Kann auch nicht gerade freundlich zu seinem Gegenüber. Vielleicht erzählt er uns was. Dazu wären aber Engelszungen nötig. Wenn er sie sieht, nimmt er vermutlich an, sie seien auf Rache aus. Ach Quatsch. Das Casino hat einen Panikraum. Ich möchte wetten, dass er sich dort verkrochen hat. Wir können mit Programmen von Edi die Tür hacken, aber dann bleiben noch Kameras und Wachen. Ja, Khan könnte verschwinden oder schlimmer. Wenn seine Wachen feuern, sind normale Leute gefährdet. So wie ich. Sie hat recht. Wir dürfen ihn nicht verschrecken. Kleines Team, keine Schusswaffen. Dr. Tessoli, heute Abend findet in dem Casino ein Charity-Event für Kriegsflüchtlinge statt. Perfekt. Kauf ein paar Tickets, Cliff. Und dann zeig uns einen Plan des Gebäudes. Okay, und wie nah kommt man daran? Panikräume haben meistens keine Hintertür. Dieser Luftschacht führt am Sicherheitstor vorbei und endet im Lager. Von dort lässt sich die Türkamera des Panikraums deaktivieren. Trotzdem reden wir von einem Casino. In dem Schacht gibt's sicher Alarme. Ich habe dafür vielleicht Gegenmaßnahmen. Wenn wir drin sind, kann ich mehr sagen. Wer geht in den Schacht? Man muss da zu klein sein. Für mich ist das nichts. So viele gegrillte Warrenbeine. Meine Anwesenheit im Casino wäre verdächtig. Macs sind verboten, weil sie Betrugssoftware einsetzen könnten. Sie brauchen jemanden mit einer Ausbildung in Null-Emissionstech. Keine Elektronik, kein Metall, nur nicht feststellbare Kunststoffe. Ich hatte da mal einen Kurs und musste eine Bombe mit einer Pinzette entschärfen. Die Bombe war mit Rasierschaum gefüllt? Okay, Sie sind dabei. Was? Nein. Was? Sie haben es selbst gesagt. Wir haben alle zu viel Tech. Aber auf mich wurde geschossen, weil ich mit Ihnen reden wollte. Und jetzt soll ich mich in einen Panikraum hacken?
Ja. Wir unterstützen Sie. Sobald ein unlösbares Problem auftaucht, erhalten Sie Schützenhilfe. Nachdem das geklärt ist, gibt's nur noch eine Hürde, um reinzukommen. Und die wäre? Abendgarderobe erforderlich. Hm. Okay, Brooks muss mit. Sie darf nicht mit. Kann ich den ernsthaft auswählen? Ich wollte gerade sagen, wir könnten doch eigentlich sie mitnehmen, oder? Oh, hat die mittlerweile viele Möglichkeiten. Oh ja. Gruppenauswahl. Oh, ich hoffe, was passiert, wenn ich jetzt falsch liege? Stirbt dann der Nächste? Ich habe Angst. Ich habe echt Angst. Also ich würde dann ganz gerne, also der fällt sowieso weg, ne? Also ist klar, ne? Der kommt da nicht weit. Ich glaube, ich nehme sie einfach mal mit. Nimm mal das, das sieht ganz gut aus. Ja, komm. Ich habe Angst. Ich habe richtig Angst. Es könnte jederzeit wieder irgendjemand sterben. Shepard, diese Kleidung steht Ihnen. Wenn heute jemand diese Gruppe betrachtet, wird sein Blick sicher nicht an mir kleben. Ich hätte Javik mitnehmen sollen. Mich sollte man überhaupt nicht beachten. Oh, so in dieser Abendgarderobe ist es ja eine richtig hübsche. Ja, mei. Ich gehe zum Lüftungsschacht. Da ist die kaum wiederzuerkennen. Liara, irgendein Input? Khan hat viel Überwachungstechnik. Ich würde mich unter die Gäste mischen, um normal zu wirken. Okay, Liara. Ich nehme Kontakt mit dem Gesindel auf. Das erinnert mich gerade sehr, sehr stark an den zweiten Teil. Da hatten wir ja auch sowas, ne? Wo wir mit Kazumi machen hin mussten. Hi, Elsbeth Moraine. Ich kandidiere für den Stadtrat des Sakara-Bezirks. Sind Sie ein Bürger hier? Ich hatte schlechte Erfahrungen mit Politikern. Wer nicht? Deshalb kandidiere ich ja. Ich habe Anführer satt, die Verbindungen zur Trockenlandpartei, Cerberus oder Schlimmerem unterhalten. Ach. Der Bezirk braucht Flüchtlingsunterkünfte, Sicherheitseinrichtungen, Jobs. Er braucht einfach alles. Und ich hoffe, dass ich das alles mit einem Freund wie Elijah Khan im Rücken auch umsetzen kann. Commander, ich bin oben bei dem Gitter, das zu dem Schacht führt. Aber es gibt ein Problem. Können wir uns treffen? Spendenaktion? Nach oben. Und wir haben schon wieder 23 Minuten, Alter. Jetzt, wo es gerade so mega interessant wird, weißt du? Hi. So, ich würde sagen, das machen wir aber in der nächsten Folge, ne? Also bis gleich.